So, wir sind wieder zurück beim Goat Simulator. Und naja, gut, wir haben jetzt das letzte Mal ein bisschen Scheiße natürlich gebaut und auch ein paar Sachen eingesammelt. Ja, und ich werde gucken. Wir haben hier Custom Games jetzt noch, wo wir das Spiel noch ein bisschen verändern können. Naja, gut, und wir werden jetzt mal gucken, was wollen wir denn nehmen? The common tall goat can be found on the plains of Africa. Das habe ich schon mal gesehen. Da ist eine Giraffe mit gemeint. Jetpack, come fly with me. Let's fly away. Das könnten wir auch noch nehmen. Aber das will ich mir auch mal angucken. Hier sind ein paar neue Sachen, die ich mir gerne noch ansehen will. Und hier will ich mal Goatborn reinbauen. Und natürlich spielen wir auf der normalen Map. Oh, Moment. So. Ich nehme mal den Goatborn rein. Und dann würde ich mal sagen, play. Ich bin auf der Main Goat Map. Das sollte reichen. Ich habe die mir auch noch hier runtergeladen. Aber wir werden die nachher spielen. Oder irgendwann in der nächsten Folge. Das, ich denke mal, das sollte dann eigentlich auch ganz gut gehen. So. Ich will mir nämlich jetzt noch ein paar Sachen angucken. Das ist der Drachenschrei, den wir jetzt haben. Es gibt ein paar neue Sachen, die ich vergessen habe beim, ja, als ich gespielt habe, euch zu zeigen. Wie zum Beispiel, dass wir Slow Motion aktivieren können. Das kann man sehr gut nutzen. Indem wir zum Beispiel das mal machen. Ja, das nenne ich mal einen Drachenschrei. Andererseits gibt es auch noch das hier. Und das in Slow Motion hört sich so an. Sehr gestört jedenfalls. So, ich will gucken. Ich hatte ja in der Testaufnahme. Hatte ich ja irgendwie, glaube ich, wie viele Passanten hatte ich genommen? Nicht viele, es waren nur so um die. Ne, es war ja nur einer, glaube ich, gewesen, den ich hochgenommen habe zu dem einen Ort da. Ich will jetzt da mal mit 5 hin. Und hoffen, dass ich jetzt möglicherweise. Oh, die arme Frau. Dass ich jetzt möglicherweise doch diese Demon Goat Sache machen kann. Jetzt muss ich nur gucken, warte mal, wo war denn das nochmal? Das war doch hier oben irgendwo, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Komm mit, Frau. Muss jetzt schon wieder hin. Komm hier hoch. So. Also eine Frau haben wir schon mal. Dafür fehlen jetzt nur noch 4 weitere. Die werde ich mir jetzt noch schnell holen. Yeah. Ach Mann. So. Du bist der Nächste. Er meint jetzt Lexi manchmal? So, geht doch. Und hoch hier. Ach, komm doch mit, mein Freund. Schleif dich doch nicht umsonst mit. Kommst du jetzt wohl? Bewegung, mein Freund. Bewegung. Boah, ich habe ihn richtig schlecht, glaube ich, gegrabt. Der bewegt sich ja gar nicht, ey. Moment, hier nochmal neu am Fuß. Vielleicht geht das besser. So, ja, das geht schon viel, viel besser am Fuß. Komm mit. Ja, so. Jetzt haben wir noch ein Opfer. Jetzt brauche ich noch 3 weitere. Und hier lang. Uep. Komm, jetzt perfekte Landung. Dammit. Schade. Gut, hier den beim Fuß packen. Oh, Party Crusher, yeah. So, hier hoch. Kommst du. Ach, da ist er doch. Wow. So. Noch einen mehr. 3. Oh, jetzt volle Kanne mit dem Kopf. Ah. Schreien hilft ja auch nicht mehr. Mal gucken, muss ich mal gleich mal gucken, ob mit den Dragon schaut. Eigentlich auch, wie heißt es? Huch. So. Der nächste. Jetzt kommt ja der letzte Typ. Ach man, so. Hm.
Das geht nur, wenn man steht, okay. Yay! Muss da irgendwo noch einer sein. So, das war erstmal eine harte Landung. Hier ist noch ein Typ. Wechseln jetzt wohl ab. Sieht doch gut aus, so. Gut, mal gucken, ob das jetzt mit 5 Leuten funktioniert. Zombie hat nämlich, also Zombie Head, kennt ihr ja wahrscheinlich schon von anderen Let's Plays hier, hat nämlich gemeint, dass man 5 Leute braucht. Das sieht doch gut aus. Blood for the Blood Goat, Special Air for Demonic Power. Ritual, Sacrifice for a Greater Purpose und Devil Goat unten den Erfolg freigeschaltet. Freut mich. So, wie sehen wir jetzt aus? Gut. Ah. Mal gucken, was es jetzt bringt. Ach, wir ziehen. Ach du Scheiße. Ach du. Was macht der denn da mit der Zunge? Reach for the Star. Ich habe mir jetzt mal kurz eine Motion gemacht, damit ich überhaupt sehe, was hier passiert. Okay. Was für Scheiße, Mann. Was macht der denn da? Und wir landen. Ah. Ja, was passiert jetzt noch, Alter? Boah. Oh. Wir fliegen immer höher, du Scheiße, Mann. Was ist für eine abgefuckte Scheiße, die hier gerade passiert? Ich glaube, das ist wirklich ein Bug, der nicht als so ein Entwickler so geplant ist, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas normal ist. Cool. Wir sind außerhalb des Gebiets geflogen. Ah, jetzt landen wir wieder normal. Also ist das doch so geplant gewesen. Wenn ich nämlich wieder R drücke, dann rastet der schon wieder so aus. Aua. Ja, gut, dann war es so geplant. So, mal gucken, was hier passiert, wenn wir hier landen. Ach man, hier ist das Gebiet ist gesperrt. Also, warte mal. Kann man das irgendwie kontrollieren? Ja, so halb. Okay, warte. So, erstmal landen. Gucken wir mal. Ich frag mich noch, was da passiert. Hier ist momentan passiert, sind wir gerade nicht. Ja, das sieht mehr nach sowas geplant. Also, sobald wir einmal. Oh, fuck mal. Warte mal, was war das? Stopp. Einmal hier hin, bitte. Weiter. Was war das denn hier oben? Wow, oh Gott. Komm her. Jetzt haben sie einen neuen hinzugefügt, glaube ich. Yeah! Round 2. Wow. Haben wir noch eine Ziege. Wir müssen erst gucken, dass wir wieder landen. Und wenn möglich im Ring. Jo. Ja, Headbutt. Round 3. Ja, erwischt. Mit Slow Motion ein bisschen rumschieben hier. Hallo? Ich will wegkicken. Ach man, scheiß Vieh, ey. Wow. Komm. Ich muss dich. Ich bin ein scheiß Vieh. Ja, mein Gott, Alter. Flieg doch gar nicht weg. Und mich kriegst du direkt 30 Meter weit, oder wie? So, geht doch. Mist. So kriegst du nicht aus dem Ring. Okay, sie ist so rausgeflogen. Boah, das wird echt schwer wahrscheinlich. Ja, boah, Alter, hat die einen Kick, Alter, boah. Oh, scheiße, Mann.
Jetzt ist so, komme ich nicht ran. Nein, das hilft nicht. Scheiße. Da sind die Kornkreise. Die kann ich ja später auch nochmal zeigen. Von dem weiß ich nämlich inzwischen auch, was sie bringen. Komm her. Sauber. You're such a badass. Yeah! Alexander Goats Davison. Yeah, ich bin gut. So. Gut, wir haben die ganzen Ziegen besiegt. Das war aber auch nicht so einfach, muss ich sagen. Jetzt der letzte Kampf, das wollte ich ja gar nicht bewegen. So. Das können wir schon. Ach man. Oh, wir sind auch dicker geworden, oder? Ja. Richtig breit sind wir geworden jetzt durch das Badass-Ding. Haben wir durch irgendwie höhere Stärke jetzt erhalten? Ist hier ein Mensch? Aber Alter, das ist doch keine Ziege mehr, so wie wir aussehen. Blood Big. Wow, so. Da könnte ich es nochmal testen. Oh, hier ist noch eine Ziege. Mann, ich will das hier. So, was haben wir eingesammelt? Und my mommy. Was ist mit deiner Mami? Dann war doch mal Platz alle hier. Wow. Michael Bay, yeah! Das war's nicht eingeplant, aber okay. Mist, ich will noch einen Typ mehr haben, den ich wegkicken kann. Oh yeah. Headbutt K und dann erstmal sich volle Kanne erwischen lassen. Dieser Mutator ist richtig bescheuert mit dem Dämon. Dass ich einfach voll Kanne wegfliege. Ich meine, so beim Laufen ist ja noch alles in Ordnung und verstehbar hier. Dass wir alles mit uns ziehen und sonstiges. Eine normale Ziege ist das jedenfalls nicht. Wow. Und erstmal wieder hochfliegen. Ah, shit. Ich will gucken, dass ich hier nochmal landen kann. So. Nicht direkt auf dem Wagen. Wir können das uns noch holen, Moment. Das ist mir nämlich auch noch lustig aufgefallen, als ich hier das mir angesehen habe. Dass wir hier eine Ballschießmaschine finden. Damit können wir jetzt ebenfalls noch neben unserer Kraftaktivierung. Können wir jetzt hier noch Bälle abschießen? Gut, bringt jetzt nicht so viel, weil wir die sofort wieder mit unserer Dämonkraft anziehen, aber im Grunde ist das ganz lustig so. Ich muss jetzt jedenfalls schon wieder weg. Die Folge ist vorbei. Eine Viertelstunde schon um. Jo. Ja, gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr die nächste Folge nochmal sehen wollt, wenn wir jetzt den Mutator uns noch angucken können, dann sagt mir einfach Bescheid. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Stockdor. Ciao.